Hallo und willkommen zurück. Ich bin ausgeschlafen und ich habe ja heute Morgen, wenn man das so nennen kann, ja, ein Part aufgenommen. Ja, ist ja klar, jetzt ist mein Controller gleich leer. Ich hoffe, der hält noch viel Folge. Ja, wir haben heute Morgen was aufgenommen, weil ich ja nicht schlafen konnte. Und ja, ich war aber relativ früh wach, muss ich sagen. Also, obwohl ich halt nicht viel geschlafen habe, war ich früh wach. Passwort ist los, lass mich rein, du Idiot. Sehr schön. Hab mir Mühe gegeben. Die Bar ohne Namen. Stammkneipe von New Yorks berüchtigsten Kriminellen. Letztes Mal, als ich dort war, dauerte der Kampf hier fast das ganze Labor Day-Wochenende. Aber jetzt habe ich dich, mein tapferer kleiner Freund. Irgendwer hier muss wissen, was Hammerhead plant. Ich muss ein paar Gespräche belauschen. Vielleicht erfahre ich was. Oh, die kleine Spinne ist irgendwie voll süß, oder? Laufe nicht in Gegner hinein, sonst wirst du entdeckt. Kann ich auch die Wände krabbeln? Nö. Keine Waffen, Schlägereien oder Superkräfte. Ganz schön hohe Ich Erwartungen finde das wirklich cool, dass sie halt auch in dem. Sie zieht halt auch andere Sachen mal machen, halt, wie hier mit den Spinnen oder so. Aber leider dürfen sie die Bahn nur unbewaffnet betreten. Aber ich will nicht. Was wäre cool, wenn wir noch Wände hochklettern könnten damit? Weil der uns sieht uns doch jetzt, oder? Ja, der sieht uns. Und der geht ja nicht weg. Hä? Okay, Wände können wir nicht hochklettern. Aber der sieht uns doch. Was war das? Zeit zu verschwinden. Okay. Ich seh dich, kleine Spinne. Mist. Okay, das ist nicht so gut gelaufen. Aber der hat. Hä? Der hat uns doch trotzdem gesehen? Oder können wir doch Wände hochlaufen und ich weiß nicht wie? Das kann natürlich auch sein. Ach, gucken wir jetzt mal. Oh, Kabelsalat hier. Ich muss ein paar Gespräche belauschen. Vielleicht erfahre ich gern die Keine Waffen, Schlägereien oder Superkräfte. Oh, okay. Ganz schön hohe Erwartungen an die Gäste hier. Ja, aber ich gebe meine Waffen nicht ab. Es tut mir leid. Hat er was anderes an als eben? Die Waffen bleiben hier. Okay. Okay. Ich verstehe Ihren Unmut. Aber leider dürfen Sie die Bar nur unbewaffnet betreten. Aber ich will nicht. Wir können keine Treppen hochlaufen, geil. Aber der sieht uns doch dann, oder? Was war das? Ja. Zeit zu verschwinden. Okay, der sieht uns jetzt nicht mehr. Aber wie kommen wir denn da lang? Hä? Ich verstehe das nicht ganz. Wer hat das Ding hier reingelassen? Oh nein. Okay. Das ist irgendwie blöd. Besonders, wenn wir ja beide da stehen. Hier muss wissen, was Hammerhead plant. Ich muss Ja. ein paar Gespräche belauschen. Vielleicht erfahre ich was. Nur sie können halt nichts anderes machen. Laufen die in den Gegner rein. Wer hat das Ding hier reingelassen? Oh nein. Wir werden sofort gesehen. Okay. Also irgendwie, vielleicht gibt es da irgendwie einen anderen Weg noch. Ich guck mal. Dann muss ich kurz die Aufnahme stoppen und dann, Ich muss ein paar Gespräche belauschen. Vielleicht erfahre ich was. Warte, dann den können wir ja vorbeilaufen. Keine Waffen, Schlägereien oder bemerkt Superkräfte. uns nicht. Ach, wartet mal. Schon hohe Erwartungen an die Gäste hier. Wir müssen hier hochlaufen, oder? Ja. Ah, bin ich blöd. Ich habe gedacht, wir müssen da unten irgendwo durch. Okay, Spidey-Bot, lass mal.
Der arme Magiermann. Oh nein, Mann. Manchmal ist man zu blöde. So. Ich sollte die Gespräche nach Magier und Hammerhead filtern. Ich muss die Stimmenwellenlängen isolieren. Oh, das wieder. Das habe ich irgendwie vermisst. Perfekt. Mal hören, was diese Gentlemen zu sagen haben. Gut, dass wir nicht mehr bei der Magier sind. Hammerhead ist die Zukunft dieser Stadt. Findest du es nicht ein bisschen schräg? Was? Naja, was er macht. Mit sich selbst. Projekt Olympus. Das ist unnatürlich. Ach, und ein Tribal-Tattoo ist natürlich? Das ist nicht dasselbe. Okay. Ich stelle nicht gern Vermutungen an, aber ich glaube, hier sind nicht allzu viele geistige Überflieger versammelt. So. Das hätte eigentlich klar sein müssen, ne? Ist ja eine Spinne, ne? Dass sie nicht durch die Tür läuft, das, ja. Eigentlich hätte das klar sein müssen. Wartet mal, bevor ich jetzt da runterspringe und nicht mehr hochkomme oder so. Aber wir müssen da runter. Oh nein, die sehen uns. Die sehen uns. Aber wenn ich hier hochlaufe, sieht er uns ja noch eigentlich mehr. Bringt mir nachher noch ein Bier? Nee, ich hab Baseball. Oh, echt? Du siehst ja einen Spieler? Nein, ich meine, ich hab Baseball. Nein! Echt jetzt? Wir sind ziemlich gut. Ernsthaft? Ich schwör's bei meiner Mutter, wir gewinnen immer. Hier gibt's ja sowieso kein gutes Bier vom Fass mehr. Okay. Ich muss sagen, mir wäre aber... dass wenn da oben jemand rumläuft, die mehr aufgefallen als jetzt, Sie lauschen. Einer von den Kerlen hier muss wissen, was Hammerhead vorhat. Wer wird hier an die Hoch! Oh Gott. Wie war das? Nee. Ein Bier, ein Kurzer an der Bar. Sind näher? Achso. Dann ihre Stimme isolieren. Aber mir auf der Küchentheke mehr aufgefallen, als jetzt irgendwie unten, dass so eine Spinne rumgelaufen wäre, so aus dem Augenwinkel halt raus, ne? Verrückt, die Magiadons halten sich alle an einem Ort auf. Die glauben, dass das sicher ist. Den Boss freut's. So erwischt er alle gleichzeitig und übernimmt danach die Magia. Dämliche Dons. Wenn Hammerhead die Dons auslöscht, kontrolliert er die ganze Magia. Ich muss vor ihm da sein. Hier muss jemand wissen, wo sie sind. Okay. Da hinten sind noch welche, die wir belauschen können. Wir sind nicht nah genug. Ich muss die Stimmenwellenlängen isolieren. Ich hoffe, wir können so nicht auch auffliegen. Wirklich, dass der neue Typ weiß, wo die Dons sind. Na los, neuer Typ, du schaffst das. Müssen wir die folgen? Ich folge die mal. Und wir werden überall gesehen. Und jetzt das Gespräch isolieren. Ah, da war's. Hey, du sollst wissen, wo die Dons sind. Nicht so laut, Mann. Es ist, ich weiß es. Na los, neuer Typ. Ich wusste. Blödes Großmaul. Ja, aber ich weiß, wer es weiß. Winnie und Gino. Sie sind hinten. Und verraten es niemandem. Ganz was Neues. Winnie und Gino wissen alles. Halt bloß die Klappe, Neuer. Winnie und Gino, hä? Ich muss herausfinden, was sie wissen. So, wo sind die denn? Bei den Flippern führt nach hinten. Ich muss sie nur aufkriegen. Okay. Was war das? Oh. Weg, der Spider-Bot. Okay, er sieht uns nicht mehr. Ich kann rüberlaufen? Die Sicherung wäre vielleicht ein. Na, was für ein Drecksloch. Vino! Gino? Nein, Vino! Oh,
schon dabei. Hast du das gesehen? Oh. Versteck dich. Okay, erst hier rein. Entschuldigung, ich komme. Und nach links. Oh Gott, die sehen mich alle. Aber ich kann hier nirgends so hochlaufen, ne? Und er sieht mich dann. Ich glaube einfach mal. Ah. Hey, was ist denn hier los? Nix. Ist hier einer? Nein. Okay. Ich denke mal, wir müssen hier rein. Die Karte von Hammerheads Geschäften, die muss ich mir näher ansehen. So. Das ist eigentlich voll cool, als Spinne zu spielen, oder? R1. Wenn ich hier fertig bin, schließe Hammerheads Trank Geschäfte in der ganzen Stadt ab, um Basismarken zu verdienen. Ach, okay. Okay, weiter. Ich muss zu Vinny und Gino herausfinden, wo die Magiadons sind. Also wieder so ein Ding, wo man Sachen halt zusammen, Okay, ich sag dir das. Okay. Ich trink das Bier hier, auch wenn's scheiße schmeckt. Projekt Olympus-Sache gehört? Zusammensucht halt. Ihhh. Könnte interessant sein. Könnte einen umbringen. Projekt Olympus? Warum höre ich das ständig? Ey, das ist eine Maratte. Habt ihr das gesehen? Ey, oh Gott. Okay. Ist es kaputt? Ja. Zwar nicht richtig getroffen, aber es ist kaputt. Ja, das heißt, Kugel, hätte uns jetzt die Ratte noch angegriffen oder sowas, ne? Winnie und Gino nehme ich an. Sie können wissen, das hier was Hammerhead plant. Da liegen Notizen auf dem Tisch. Ja. Also, das lässt sich schon gut verteidigen. Aber sicher, von außen. Diese Magiadons haben keine Ahnung, was Hammerhead für sie geplant hat. Können wir da hoch, irgendwie? Das Versteck der Magiadons steht in den Notizen. Ich muss die Glimmer Twins ablenken. Wie bei einem guck mal da. Ein Radio. Klassisch. Verdammt! Das war der eine. Jetzt der andere. Also wie der erste Schultag. So, wie komme ich denn da hoch? Die Magia versteckt. Springen kann ich nicht, ne? Am selben Ort? Ja, das macht das. Ich muss beide ablenken. Warum machen die das? Kann ich von hier unten das? Die sind nur so blöd, wie der Boss sagt, und? Naja, deshalb arbeiten wir für Hammer. Die beiden müssen hier raus. Noch eine Steckdose vielleicht? Ja, und wegen der coolen. Ach, okay. Schauen wir mal. Das war hier vorne, ne? Ja. Vielleicht was mit dem Licht. Was ist denn hier los? Das ist meine Chance. Siehst du hier was Eklektisches? Was Elektrisches? Sagte ich doch. Du sagtest eklektisch, wie meine Tante mit den blöden Hunden. Die Dons verstecken sich im Auerbach-Theater. Ich muss sie noch vor Hammerhead erreichen. Gut gemacht, Spider-Bot. Jetzt versteck dich, ich hol dich später ab. Ich bring Desinfektionsmittel mit. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt diese, wartet, das wird wahrscheinlich erst gleich freigeschaltet. Ja, ich habe deine Nummer gespeichert, Pete. Ich weiß also, dass du es bist. Klar, natürlich. Hör zu, ich weiß, dass du was über Magiatan-Geschäfte schreibst. Ich habe da was für dich. Echt? Ich kenne den Standort von 4 Hammerhead-Geschäften und ich wette um echtes Geld, dass die nicht sauber sind. Ich habe kein Geld zum Wetten, aber das klingt ziemlich sicher. Ich schaue mir das gleich mal an. Warum lässt du mich das nicht machen? Ich informiere dich dann. Das wäre toll. Ich habe eine Deadline. Dann bis bald. Okay. Das wollte ich euch zeigen, diese Hammerheads-Dinger dann. Okay. Aber ich hab gestern nämlich schon mal, also heute Morgen besser gesagt, in den Trophäen mal ein bisschen geguckt. Und ich habe gesehen, dass als bei den zwei DLCs-Teilen noch halt jeweils diese Snowbills-Herausforderungsdinger kommen. Ich freue mich drauf. Und ja, also wir haben ja neue Anzüge, ne? Wir hatten eigentlich einen anderen angezogen. Das hat er wohl, glaube ich, nicht gespeichert. Aber vielleicht habe ich ja doch noch alle Anzüge freizuschalten. Ich weiß nicht genau. Bisschen Glück? Ja, weil ich denke mal, die drei kommen bestimmt dann noch, wenn
man die anderen DLCs kommen, weil die sind halt eben gekommen, weil eben, ja, eben, stimmt, eben gekommen, wo man die, wie heißt es? Die Quest halt fortgefahren hat. Ja. Ein Zeuge, der sich traut, gegen Hammerhead auszusagen? Ich sollte lieber auf ihn aufpassen. Okay, dann gehen wir da mal hin, würde ich sagen. Und wie gesagt, diese Nebensachen, die mache ich halt so. Vielleicht mache ich mal in einer Folge halt eins von diesen Basisdingern, damit man gesehen hat, das ist das halt, ne? Ah, hier ist eins. Sollen wir eins machen jetzt? Ja, wir machen eins, damit man weiß halt, wie das ist. Und die anderen werde ich halt dann privat machen, würde ich sagen. Muss ich irgendwie wieder rein? Hey Peter, hast du kurz Zeit? Ach Wo bist da. du gerade? Ach, weißt du, das Übliche. Spinnen, Mannen, was gibt's? Ich wollte mich nochmal für die erste Stunde bedanken. Ich meine, ich dachte mir schon, dass wir was machen, aber jetzt weiß ich irgendwie so viel. Es ist echt Wahnsinn. Wenn niemand auf einen schießt, ist es tatsächlich ziemlich cool. Und wann machen wir weiter? Oh, ich weiß nicht mal. Ich hab so... Pass auf, ich mache meine Hausaufgaben immer gleich. Und ich helfe auch viel im Haushalt. Und ich habe keinen Trottel mehr beim Basketball verarscht. Ich schwör's. Das ist ganz toll, Miles. Du machst das alles echt gut. Ich sag dir Bescheid, wenn ich Zeit habe, okay? Okay, ja, klasse. Danke, Peter. Ich habe ein Monster erschaffen. Ein Monster des Übereifers. Och, ich mag den irgendwie. Der ist nett. Und er nimmt halt Spider-Man als ein Vorbild, ne? Okay, er ist ja jetzt so gesehen auch ein Spider-Man, weil er ist ja auch von der Spinne gebissen worden. Also, wie gesagt, ich habe ja war es gestern? Ja, gestern den ersten Spider-Man-Film geguckt. Hey MJ, ich bin in einer Kneipe voller Hammerhead-Gangster. Rate mal, was sie bewachen. Vermutlich mehr als eine abgelaufene Schanklizenz. Vielleicht findest du was, das uns mehr über diese Operation verrät. 10-4, Spidey Ende. Okay, wir müssen führe 15 perfekte Ausweichmanöver aus und Gegner an die Wände. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber wir können es ja versuchen. Nee, so war ausweichen auf O, ne? Vier haben wir schon. Einen haben wir. Zwei. Oh, warte, erst wenn das aufleuchtet. Kacke. Was schaffe ich mit den Dings? Muss man hier Eintritt zahlen? Ich bin gerade etwas klamm. Kriege ich Rabatt? Okay, hat nicht ganz geklappt, wie ich wollte. Das wird schmerzhaft. Also dem tun wir mal loswerden, der nervt nämlich. Jetzt bist du dran. Ich versuche halt mal, das auf Bonusziele zu kriegen. Auch wenn das wahrscheinlich langweilig ist, deswegen mache ich das wahrscheinlich auch. Ich werde es halt so machen, dass ja. Aber wir haben gar keine mehr. Nein! Kacke. Das war zu früh. Ah, ich krieg das nicht hin, ne? Jetzt. Oh, jetzt geht der Fernseher aus. Kacke. Nein. Fernsehen, nein. Habe ich keine. Nee, ich habe keine mehr. Mit was können wir das auch an der Wand schießen? Mit denen? Oh, ich weiß es nicht mehr. Aufprallnetz.
Ja, ich muss ein bisschen konzentrieren. Mich. So. So, Ausweichen haben wir gleich. Ich will die an die Wand. Erwischt. Wir werden immer weniger. So. Jetzt nochmal. Ja, das ist leicht. Das müssten wir eigentlich hinbekommen. Haben wir nicht mehr? Ach, wir haben wieder eine. Oh. Das war wieder mal ein Profi von mir. Der Boss will seinen Kopf haben. Halt! Muss man ein Passwort haben, um hier reinzukommen? Als Hammerhead? Garantiert! Oh. Sollte man darauf achten? Oh nein! Ja, da ist wieder einer. Müsste ihn nur nah genug an die Wand kriegen, dann klappt das. Kommt mal näher. Wartet mal. Machen wir das hier mal. Ah, oh, diese Dinger, die nerven, ne? So. Haben wir schon alle Ausweichdinger? Nee. Ach, Ausweich habe ich schon alle. Okay, wir müssen die nur noch an die Wand kriegen. Okay. Aber ich würde erstmal die hier los. Die sind nämlich doof. Bis jetzt auch noch. Noch drei müssen wir an die Wand. Ich weiß, das ist langweilig. Wo ist der mit dem Raketenwerfer? Der geht ein auf den Senkel. Ah, sind zwei sogar. Oh, drei! Wartet. Weg mit dir. Hey Leute, gibt's hier Prickelwasser? So noch ah, noch zwei, nicht, cool. Mist, oh nein, das war knapp. Hey Pete, wollte mich nur melden. Hast du Spaß in dieser absolut legalen Kneipe? Wenn du mit Spaß die Kugeln von Hammerheads Leuten. Oh nein. Mit absolut legal Geldwäsche und illegales Glücksspiel, dann ja. Sowas. Ich melde mich bald wieder. Erwischt. Wartet, wieder da drauf. Ach komm, die zwei müssen wir jetzt aber auch noch schaffen. Ich sehe nichts mehr. Ah, Kacke, das hat nicht geklappt. Ich brech dir den Kiefer. Was zum Mist? Wieso hat das nicht funktioniert? Noch einen. Ach komm, das schaffen wir doch, oder? Was?
sag's nicht. Hinter der Tür ist noch eine Kneipe, die haargenau wie diese aussieht. Ich bring dir Respekt bei. Oh nein. Wartet. Oh, ein Aufsatzchen. So. Ja, jetzt haben wir wieder eine. Ja, wir haben es geschafft. Wir müssen nur noch hier lebend rauskommen. Wo ist der denn? Ah, das war ich irgendwo da oben? Ach, da oben sind auch welche. So. Ein Schuss ins Blaue, aber weiß jemand, wo ich das Büro mit den Geheimdokumenten finde? Deswegen wollte ich das jetzt auch nicht jetzt noch in dem Aufnahme mitnehmen, weil die halt so lange gehen, diese, die Dinger hier, was immer fünf oder sechs Wellen sind. So. Einer, oder? Oh nee, ich hatte noch einer mit einem Raketenwerfer. Wo ist der denn? Da hinten. Ah, die mit den Raketenwerfern nerven aber. Ja, ist klar. So. Haben wir alle? Ach da, der ist noch da. Ist ja heimlich aufgestanden wieder. So. Jetzt aber, wie es aussieht. Ja. Habt ihr es gesehen, halt, was man bei diesen Dingern machen muss. Was ist denn hier? Okay, seht ihr? Ich schaffe es mit diesen Marken. Okay, ja, achso, wir müssen hier rausgehen. Okay. Sind noch mehr? Achso. Ich hab gedacht, wir haben es geschafft. Und Schnitt. Okay. Hey MJ, ich bin hier fertig. Was hast du für mich? Ich habe Papiere, die Hammerhead mit diesem Laden in Verbindung bringen. Und es gibt noch etwas. Eine verschlüsselte Datei. Wirkte wichtig. Ich habe sie kopiert. Ich schick dir alles. Pi, das ist unglaublich. Danke. Mal sehen, ob ich die Datei knacken kann. Ah, ich habe irgendwas an meinem Handy rumgeklickt. So. So. Ah, nee, falsche Taste. Boah, hier stürmt es seit Tagen, ne? So, kurz was gucken.
erstmal würde ich sagen, ich mache einfach für die Folge da Schluss. Weil ich wollte euch einfach nur mal zeigen, was man halt da machen muss, ne? Also diese Dinger, die man halt vorher auch machen musste. Also diese, ja, also nichts Besonderes. Können wir jetzt einen Anzug machen? Den könnten wir machen. Ich glaube, wir sparen für den. Ja, ach, die können wir auch machen. Okay. Dafür brauchen wir keine Herausforderungsmarken, sehe ich. Dann machen wir den erstmal. Ich glaube, das wird später scheitern, wenn wir keine Herausforderungsmarken mehr haben. Das kann sehr gut sein, ja. Okay, ich würde sagen, ich mache für den Part da Schluss. Und in der nächsten Folge machen wir halt die Story weiter. Ich wollte einfach nur zeigen, halt, was da jetzt, ja. Was diese Hammerheads-Dinger sind halt. Also diese typischen Dinger, die wir die ganze Zeit gemacht haben. Und davon gibt es, glaube ich, nur 1, 2, 3, 4. Wenn ich richtig sehe. Weil hier unten war, glaube ich, gar nichts, was wir dann... Da unten auf der Karte müssen wir gar nicht hin. Also wir müssen eigentlich wirklich nur hier oberen Teil, weil da sind Sachen gesperrt. Ich denke mal halt hier, wie es eine ist, halt so eine Herausforderung. Und da, wo die 5 stehen, halt diese Verbrechen da. Denk ich mal. Ja. Und ja, ihr könnt ja mal in die Folge schreiben, wie euch die Folge gefallen hat. Und war wahrscheinlich ein bisschen langweilig, weil ich was anderes gemacht habe als der Plan, aber muss auch mal sein. Und ja, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.